Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Ihr Lieben, mit diesem Wort aus dem Epheserbrief begrüße ich euch ganz herzlich zum Gottesdienst am 5. Sonntag nach Trinitatis. Feiert mit, ganz egal, wo ihr seid, ganz egal, wann ihr das hier seht. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Psalm für den heutigen Tag ist Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Amen. Ihr Lieben, ich habe euch heute mal ein Bild mitgebracht. Schaut mal bitte. Nicht besonders hübsch, aber ist keine moderne Kunst. Es ist eine der ältesten Christusdarstellungen und eine Karikatur. Man geht davon aus, dass das römische Soldaten, um einen anderen Soldaten zu ärgern, irgendwo an den römischen Kaiserpalästen in ihre Wachstube an die Wand gekritzelt haben. Da steht: Alexamenos betet seinen Gott an. Das ist dann also der Kollege, der Soldatenkollege, und das ist sein Gott. Und es ist ziemlich deutlich, dass das ein Mensch an einem Kreuz ist. Es ist also recht klar, sie foppen ihren Kameraden, ihren Mitsoldaten, dass er einen anbetet, der am Kreuz hängt. Und deshalb, weil das für sie so widersinnig ist, haben sie diesem Mensch am Kreuz einen Eselskopf aufgesetzt. Es ist also ein Graffito, wie man das schön in der Kunstgeschichte nennt, das eigentlich dazu gedacht ist, um ja, den Christen unter ihnen zu schmähen. Alexamenos hat wohl einen schweren Stand gehabt mit seinen Kollegen. Aber wir wissen nicht, vielleicht hat er sich ja revanchiert. Warum ich euch dieses Bild zeige, dieses 1800 Jahre alte, ja, Gemälde kann man es nicht nennen. Es ist eben, um jemanden zu ärgern. Das hängt mit dem Predigttext heute zusammen. Denn da heißt es, und damit sind wir in einem Paulusbrief: Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Amen. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Also für die, die es nicht kümmert, ist das Erzählen von Christi Tod am Kreuz Unfug, Blödsinn, eine Torheit. Sehr, sehr nobles Deutsch. Ja, aber was würdet ihr denn sagen, wenn wir das mal kurz zur Seite rücken? Was ist das Zentrum des christlichen Glaubens? Was ist das Allerwichtigste? Was ist das, was wir auf keinen Fall aufgeben können? Wenn wir sozusagen Glaubensinhalte des christlichen Glaubens so von außen nach innen konzentrieren würden, zu sagen, okay, das da außen nicht so wichtig, das ist ein bisschen wichtiger, aber auch immer noch nicht so wichtig. Und was ist denn da hier im Zentrum? Für manch einen könnte man sagen, vielleicht ist es Weihnachten, das ist so schön mit dem Kind in der Krippe, dem Wunsch nach Frieden auf Erden. Jemand anders könnte sagen, es ist die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten, das begeistert mich, das bringt uns wieder zusammen, das belebt mich, da ist Gott in der Welt. Und da würde man sagen, na, selbstverständlich sind das wichtige Bestandteile unseres Glaubens. Aber ihre Bedeutung erhalten all diese Sachen nur aus dem, was wir an Ostern feiern. Karfreitag, Jesu Tod am Kreuz,
Ostersonntag, das leere Grab, die Auferstehung Jesu von den Toten. Das ist das Wichtige. Unser heutiger Predigtext, so kurz er ist, macht recht deutlich, das Kreuz ist das, von dem alles ausgeht, was christlichen Glauben eben christlich macht. Und das Interessante ist ja, wenn man heute durch unsere Welt geht, die ja nun säkular, weltlich ist, ist das Kreuz trotzdem allgegenwärtig. Es hängt als Schmuckstück in Gold, Silber oder Platin von so manchem Hals, in so manchem Haushalt hängt es über der Küchenbank. Kreuze finden sich an den meisten Landstraßen, mal einfach als Erinnerung und dann ganz häufig als Denkmal, als kleines für verunfallte Familienmitglieder und Freunde im Straßenverkehr. In den Todesanzeigen, in den Tageszeitungen, auf den Friedhöfen markiert es den Tod eines Menschen. Wenn man in die Berge fährt, sieht man Kreuze auf Berggipfeln, Gipfelkreuze. Und in katholischen Gegenden eben auch an Feldreinen und Weggabelungen, manchmal sogar eine kleine Kapelle. Wenn wir jetzt Fußball-Europameisterschaft gucken, gibt es nicht wenige Spieler, die auf dem Platz rennen und erst einmal ein Kreuz schlagen. Das gehört dazu. Durchaus noch lebhaft ist ja bei uns auch die Debatte rund um das Kruzifixurteil. Darf das Kreuz als religiöses Symbol in Schulen, in Klassenseilen hängen, in Gerichten, in öffentlichen Gebäuden? Dürfen Vertreter oder Repräsentanten des Staates ein Kreuz um den Hals tragen? Sozusagen das Gegenstück zur Kopftuchdebatte? Ansonsten ist das Kreuz eigentlich immer ein Erkennungszeichen für christlich beeinflusste Gruppen und Überzeugungen. Und dabei ist es auch bei uns im Christentum durchaus unterschiedlich, wofür das Kreuz steht. Wir können sagen, in der Todesanzeige ist das Kreuz ein Symbol für den Tod. Wird ja auch manchmal in Horrorfilmen dann benutzt, entweder um den Gruseleffekt zu erzeugen oder aber das Böse zu vertreiben. Auch das sind dann ja schon zwei unterschiedliche Seiten. In einem Lexikonartikel ist es immer ein Zeichen für den Todestag, im Gegensatz zu dem Sternchen für die Geburt. Aber auch auf den Friedhöfen, auf den Grabsteinen, da wird es dann schon wieder ein bisschen interessanter. Denn da kann man dann sagen, okay, das Kreuz mit dem Jesus dran, Kruzifix auf Lateinisch, das befestigt am Kreuz heißt das dann, das steht doch eigentlich dafür, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden, für uns gestorben ist. Haben wir das leere Kreuz, wo der Jesus nicht zu sehen ist, ist es ein Symbol für die Auferstehung, denn das Kreuz ist leer, er ist nicht tot, er ist nicht da. Damit hat das Kreuz jetzt schon zwei besondere Bedeutungen, auch theologisch an dieser Stelle. So werden Tod und Hoffnung aufs Leben und Hoffnung auf die Befreiung von unseren Altlasten, unseren persönlichen, unseren Sünden tatsächlich im selben Symbol zu finden sein. Für manche Christen ist es die Zugehörigkeit zur christlichen Gemeinschaft. Wir erkennen eine Kirche dran, wenn es oben auf dem Turm ist. Nun ja. Und da würden wir normalerweise nicht sagen, Mann, ist das Kreuz ein Blödsinn. Mensch, ist das Kreuz ein Unfug. Mensch, ist das Kreuz eine Torheit. Und da wären wir wieder hier. Da war jemand sehr deutlich zu sagen, die Sache mit dem Kreuz ist eine, wortwörtlich, Eselei. Dass sich Leute darüber ärgern oder es Torheit nennen, kann man andererseits ja nun wieder verstehen. Überlegen wir doch mal, das Kreuz Jesu Christi. Rational betrachtet könnte man sagen, es ist auch durchaus das Zeichen für eine Niederlage. Schließlich ist Jesus am Kreuz gestorben. Im Bestreben, das Judentum seiner Zeit zu reformieren und von der Mitte der Heiligen Schrift, der Idee der Liebe zu werben, ja, unterliegt Jesus von Nazareth
der Engsternigkeit der führenden Vertreter seines Volks und der Brutalität der Römer. Kommt man, wenn man die Geschichte liest, kaum dran vorbei. Es ist also durchaus vorstellbar, dass man das aus einer gewissen Perspektive, wo man Macht und Machtentfaltung und Prunk und Protz gewöhnt ist, sagen kann, ey, wenn du so jemanden verehrst, da stimmt doch was nicht. Es gab und gibt sicherlich auch immer noch immer Menschen, die die Botschaft des Gekreuzigten eben nicht erreicht. Die Botschaft des Auferstandenen geht an ihnen vorbei. Sie wünschen sich was weniger Anstößiges, etwas mehr, was ihren Vorstellungen entspricht. Sie hätten lieber einen Feldherrn, der siegreich ist, gehabt. Einen Triumphator, so wie sich die römischen Kaiser in Rom nach einem Feldzug feiern ließen. Triumphzug, Triumphbogen, ein Sklave, der den Siegeslorbeerkranz über ihren Kopf hält. Aber das gibt's halt im Christentum nicht. Wir haben das Kreuz, wir haben die Erzählung vom Kreuz und was es bedeutet. Und da steckt nun eine gewisse Umkehrung der Werte drin. Denn auf einmal ist ja schwach gut und stark ist schlecht. Auf einmal ist liebevoll gut und machtbewusst nicht. Auf einmal steht nicht mehr der Reiche, der Schöne, der Gesunde als Maßstab der Gesellschaft fest, sondern wie geht's denn dem Armen, den Ausgestoßenen, den Hässlichen, den Kranken? Wie ist es mit denen? Man lernt, Gottes Weisheit ist nicht die Weisheit der Menschen. Das muss man lernen, wenn man das Kreuz sozusagen annehmen will. Und deshalb ist die Botschaft natürlich nicht immer willkommen, auch heute nicht. Nicht in jedem Staat, denn sie ist letztlich ein Feind alles Mächtigen. Nicht in jeder politischen Partei, denn sie ist ja ein Feind alles Privilegierten. Nicht einmal in jeder Gemeinde, nicht mal in jedem Dorf, denn sie ist natürlich auch der Feind des Selbstverliebten. Die Botschaft von Christi Kreuz ist nicht leicht verdaulich und sie passt nicht immer in das Leben, in dem wir uns so behaglich einrichten. Denn die Botschaft vom Kreuz Christi enthält eine ständige Anfrage an uns und wie wir leben. Unser Lebensstil und unsere Werte werden dadurch natürlich immer wieder in Frage gestellt. Und so mancher hat es nicht ertragen. Der fand es dann ein Zeichen von Schwäche, wenn der Mitsoldat diesen Glauben hat. Ja, wie stehen wir dazu? Wie steht denn ihr dazu? Was findet ihr denn gut? Macht und Geld oder Nächstenliebe und Bescheidenheit? Ist es gut, alles so zu machen, wie wir es schon immer gemacht haben? Oder braucht es eben manchmal die radikale Umkehr, den radikalen Neuanfang, eben durch das radikale Bewusstsein? Muss ich nicht auch manchmal mein Kreuz auf mich nehmen? Das heißt, muss ich nicht manchmal erst am Boden zerstört sein, um neu anzufangen, um eine neue Idee zu haben, um neue Wege zu finden? Ich vermute schon. Die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. So heißt es in dem Text. Im Grund steckt in dieser Perspektive des Paulus sowohl Hoffnung als auch tiefe Tragik. Tragik, weil diese Vorstellung in der Geschichte des Christentums nicht gerade eine große Rolle gespielt hat und Christentum und politische Macht sich viel zu oft einander bedingten. Da kommt man schlecht dran vorbei. Das war so und oft genug ist es auch noch so. Hoffnung macht das Ganze aber gleichzeitig, weil es nach wie vor eine wichtige Perspektive ist. Eine Perspektive für die Schwachen, für die Unterdrückten, die Ausgebeuteten dieser Welt und selbstverständlich auch für uns, die wir das betrachten. Auch für uns gilt es mit und für die Schwachen, die Unterdrückten und Ausgebeuteten dieser Welt zu handeln. Und diese Handlungsfähigkeit entnehmen wir unserem Glauben. Und das ist das Kreuz, das Wichtige. Man könnte sagen, dass Gott uns
mit dem ganzen Geschehen an Ostern, mit der ganzen Geschichte rund um das Kreuz, Tod und Auferstehung, dass uns Gott damit unglaublich nahe kommt. Denn der Tod ist für uns eine Realität in dieser Welt, wird uns alle erwarten. Aber wenn Gott selbst diesen Weg geht und gehen lässt, dann ist er so nah, wie man sich es kaum vorstellen kann. Und er kommt uns deshalb nah, weil ihm die Auferstehung eben wichtig ist. Nicht bloß einmal exemplarisch, sondern für euch und für mich. Denn es gibt Auferstehung mitten in diesem Leben, wenn es wieder neu losgeht, wenn man denkt, es hätte gar keine Chance mehr und es geht trotzdem los. Auch das ist Auferstehung. Und es gibt Auferstehung für uns, darauf vertraue ich ganz stark und ihr vielleicht auch, wenn dieses Leben, das wir jetzt gerade leben, gegangen ist. Und darauf hoffe ich für mich und für euch. Gott behüte euch. Amen. Ja, ihr Lieben, von der Torheit zu innerer Stärke durch Glauben, durch Vertrauen und durch Hoffnung. Das leitet uns zum Beten. Lasst uns miteinander Fürbitte halten und zu Gott sprechen. Himmlischer Vater, du begleitest uns auf unseren Wegen und lässt uns nicht allein. Du sprichst zu uns durch dein Wort in den schönen Stunden, aber auch in den Zeiten, in denen es schwer ist. Dein Wort ruft uns immer wieder heraus aus der Tretmühle des Alltags. Es ruft uns heraus aus der Schuld, in der wir uns verfangen haben, heraus aus unserem Egoismus und unserer Einsamkeit. Deshalb hilf uns, guter Gott, dass wir uns auf dein Wort einlassen, auch in bösen Zeiten, die wir durchleben müssen. Wir bitten dich für die Menschen, die uns begleiten auf den Wegen unseres Lebens, für unsere Familien und Freunde, Nachbarn, Menschen in unseren Vereinen und Gruppen. Schenke uns, dass unsere Liebe füreinander nicht einschläft, sondern immer wieder neu erwacht. Wir bitten dich für unsere Gemeinde, dass sich die Menschen deinem Ruf nicht verschließen, dass sie deiner Stimme vertrauen und sich herausrufen lassen zum Dienst am Nächsten. Wir bitten dich für unsere Welt, in der wir leben, dass zwischen den Völkern Frieden einzieht und sich die Hoffnung auf Gerechtigkeit mehr und mehr erfüllt. Wir bitten dich für die Menschen, die uns anvertraut sind, dass unsere Geduld nicht nachlässt und wir uns um sie kümmern. Gott, vor dich bringen wir auch die Menschen aus unserer Mitte, die gestorben sind. Nimm sie auf in dein ewiges Reich und lass uns am Ende aller Zeiten miteinander vereint sein. Und so schließen wir unser Gebet mit dem Gebet, das dein lieber Sohn Jesus Christus uns selbst gelehrt hat. Wir schließen mit dem Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr Lieben, ich freue mich, dass wir miteinander Gottesdienst feiern konnten. Und ich freue mich, jetzt unter dem Segen Gottes mit euch in den Alltag zurückzugehen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.